freue mich sehr, liebe Marion, dass du heute hier bist bei uns. Du bist Trainerin, Coach, Aufstellungsleiterin, kennst dich in den Archetypen aus, die mit der Seele verbunden sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass du auch als Mitglied der Gruppe in Facebook, die sich ja Gott 3.0 nennt, heute hier bist, um mit mir über, ruhig Werbung, dieses Buch zu sprechen. Im Rahmen dieses kleinen privaten Projektes interviewe ich ja die Menschen, die sich auch engagieren in der Facebook-Gruppe. Und da freue ich mich ganz besonders, dass du, auch als Hannoveranerin, heute Morgen hier bist, damit wir über die Archetypen sprechen können. Mhm. Denn Archetypen der Seele nach Walter Hasselmann und Frank Schmolke ist ja ein eigenständiges System. Das stimmt. Ja. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, auf diese Archetypen? Ja, die kleine Geschichte dazu ist, meine Freundin Almut war in einer Buchhandlung bei Konatz auf der Listermeile. Das ist ja eine Buchhandlung, die über 2 Etagen geht. Und da geht man so ins obere Stockwerk eine Treppe rauf und da stehen an der Treppe auch Regale. Und als Almut nach oben ging, fiel ihr ein Buch vor die Füße. Aus dem Regal raus. Ja. Und das war Archetypen der Seele von Walter Hasselmann und Frank Schmolke. Und Almut ist archetypisch gesehen von ihrer Mentalität her eine Spiritualistin gewesen. Das bedeutete für sie ein Zeichen. Und natürlich musste sie dieses Buch sofort kaufen, verschlang es und gab es mir sofort weiter. Das war 1995, das heißt, es ist jetzt schon 25 Jahre her. Und es gab damals nur 2 Bücher, also dieses Archetypen der Seele und Welten der Seele. Ja. Und ich habe die beide sofort inhaliert und war total fasziniert und hatte immer so das Gefühl, genau, genau. Obwohl ganz viel, was da drin stand, ich vorher so nicht gekannt und gewusst habe. Und trotzdem hat sich das für mich alles sofort sehr richtig und stimmig angefühlt. Also sehr stimmig für dich, nachdem du es gelesen hast. Ja. Ja, und dann habe ich immer schon darauf gelauert, dass das nächste Buch kam. Inzwischen sind es ja 9 Stück, die veröffentlicht haben. Ja. Ja, und als ich dann 2009 das erste Mal zu deren Seminaren gefahren bin, um dann endlich auch meine persönliche Seelenstruktur zu erfahren, da hat das nochmal einen richtigen Schub genommen und ich habe das auch sehr stark in meine Arbeit integriert. Ja. Aber davon erzähle ich dann vielleicht später auch noch. Ja, das finde ich auch sehr spannend, denn heute geht es ja auch um Gott 9.0, das ist ja auch ein Entwicklungssystem. Und nochmal herzlichen Dank an die Autoren an dieser Stelle für dieses wundervolle Buch. Und hier geht es ja darum, dass die Umwelt die Werte bestimmt. Das heißt, die Menschen entwickeln sich weiter, die Umwelt verändert sich. Jemand, der vielleicht in der Verwaltungsabteilung eines Unternehmens, also blau, gearbeitet hat und feststellt, ich möchte eine Familie gründen, ich brauche mehr Geld, wo kann ich mehr verdienen und dann in den Vertrieb geht, der geht dann ja eine Stufe weiter und zwar auf Orange. Das heißt, wir haben hier ein Persönlichkeitssystem, bei dem die Umwelt die Werte bestimmt und die Werte natürlich die Umwelt. Mhm. Wenn ich in eine religiöse Familie, die Regeln einhält, die Regeln auch weitergibt, die Traditionen weitergibt, hineingeboren werde, dann lerne ich sie natürlich, dann sind das für mich auch wichtige Werte, solange bis diese Lebensumwelt ja nicht mehr funktioniert. Das heißt, es ist ja ein relativ klarer Rahmen, in dem wir uns dann immer weiterentwickeln. Mhm. Und ich finde es sehr spannend, denn irgendwann ist man ja bei Türkis auch und dann kommt ja auch die Spiritualität mit dazu. Und Spiritualität wäre dann ja nichts anderes als das System hinter dem System. Mhm. Wie würdest du das sehen? Ja, also ich kenne die Spiral Dynamics ja auch schon sehr lange und habe dann mit Freude und großem Gewinn dieses Buch gelesen, was ja irgendwie tolle Beispiele bringt und also sehr plastisch macht, was diese einzelnen Bewusstseinsstufen ausmacht und habe dann eben entdeckt, dass es Parallelen gibt zu meinem Archetypensystem, also meinem in Anführungsstrichen,
Und zwar, was einen ganz bestimmten Aspekt angeht. Es gibt in den Archetypen, wenn ich da ganz kurz eine Schleife mache. Bitte schön, selbstverständlich. Die Vorstellung, wir haben nicht nur ein Leben, sondern unsere Seele ist auch in einem Entwicklungs- und Lernprozess über verschiedene Inkarnationen. Ja. Und wenn eine Seele jetzt das erste Mal auf die Welt kommt, auf diese Welt kommt, wer weiß, wo sie vorher schon gewesen ist, ist alles anders. Und sie verbringt dann auf jeweils einer sogenannten Entfaltungsstufe mit einem bestimmten Lernthema 2 bis 4 Leben. Ja. Und insgesamt, bis ein Inkarnationszyklus durchlaufen ist, sind es 35 Entfaltungsstufen. Das heißt 35 Themen, die unsere Seele für ihre Entwicklung durchlaufen muss und auch in dieser Reihenfolge durchlaufen muss. Und das Spannende, was ich entdeckt habe, war, dass diese 35 Stufen bei den Archetypen fast deckungsgleich sind mit den Spiral Dynamics Entfaltungsstufen. Ja, ja. Bloß, dass die Unterteilungen anders sind und ein wesentlicher Grundgedanke anders ist. Ah, was ist denn der Grundgedanke, der so anders ist? Also bei den Spiral Dynamics, die Spiral Dynamics gehen ja davon aus, es handelt sich um Bewusstseinsstufen. Das heißt, Weltsicht und Wertestufen, die per Geisteskraft sozusagen durchdrungen werden. Und Spiral Dynamics geht davon aus, dass ein Mensch in der Lage ist, wenn er nur intensiv genug an sich arbeitet, sage ich jetzt mal etwas flapsig, bis zu Türkis oder Koralle zu kommen. Das ist bei den Archetypen anders. Ja. Ja, es geht ja auch um die Umwelt. Wir haben ja starke Umweltveränderungen im Moment. Die Probleme sind ja global. Und wenn wir globale Lösungen haben wollen, dann brauchen wir ja auch ein globales Denken. Insofern, das hat der gute Claire Grace ja auch gesagt, die Lösungen der vorherigen Stufe sind dann die Probleme der nächsten, die wiederum Lösungen erzeugen, die die Probleme der nächsten sind und so weiter, bis man dann entsprechend weit gekommen ist. Genau, und das ist ein wesentlicher Unterschied. Bei den Seelenaltersstufen handelt es sich nicht um psychische oder geistige um die psychische oder geistige Ebene, sondern um die seelische Ebene. Das heißt, du wirst in einem Seelenalter geboren, also als Jörg wirst du in einem bestimmten Seelenalter geboren und dieses Seelenalter ist dein Seelenalter für dieses Jörg-Robach-Leben. Und das wechselt auch nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass es unbedingt so sein muss, dass es in geistiger Bewusstheit gelebt wird. Also wenn du jetzt mal, also es gibt bei den Archetypen, diese 35 Stufen sind in 5 Zyklen zusammengefasst. Und es gibt also den Säuglingsseelenzyklus, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Ja. Interessieren tun sich für solche Sachen wie Spiral Dynamics oder spirituelle Sachen sowieso nur reife und alte Seelen. Gut, das heißt, ich kann mir brauche keinen Warnhinweis vor das Video zu setzen, junge Seelen bitte nicht schauen. Die interessiert es gar nicht. Die schauen lieber Fußball. Und das ist auch, ich würde es nicht abfällig sehen. Das ist auch nicht abfällig gemeint. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das ist wie bei Gott 9.0 oder Spiral Dynamics. Jede Stufe hat ihre Berechtigung, ihre innere Schönheit und auch ihren Wert. Genau, genau. Das wird hier, das wird bei den Archetypen ganz genauso gesehen. Die jungen Seelen zum Beispiel, die Mehrheit der Weltbevölkerung zurzeit ausmachen, haben ganz wichtige Aufgaben und treiben ganz wichtige Dinge voran. Aber sie sind eben in ihrem Bewusstsein limitiert. Das heißt, wenn du als junge Seele auf der Stufe 5 geboren wirst zum Beispiel, dann bist du, und das ist eben zum Beispiel anders als bei den Spiral Dynamics,
wirst du in deinem Bewusstsein auch nicht weiter als bis Jung 5 kommen. Da kannst du an dir arbeiten, wie du lustig bist. So. Andererseits ist es aber auch so, dass es durchaus vorstellbar ist, dass du meinetwegen in der Schweiz Urlaub machst und kraxelst da irgendwie einen Berg hoch und kommst zu einer Alm und da sitzt ein Ziegenhirt, der ganz offensichtlich ein sehr schlichtes Gemüt hat. Das heißt, von seinen geistigen Fähigkeiten, seinem IQ und was es da noch so alles an Beschreibungsmöglichkeiten gibt, ist er sehr limitiert. Aber wenn du neben dem sitzt, dann merkst du, der glüht und strahlt auf eine Art und Weise, die dich sofort in einen anderen Zustand versetzt. Und es kann sehr gut sein, dass es eine alte Seele ist. Mit dem würdest du nicht über Spiritualität reden können, weil... Das reicht das reine Sein dann auch, genau, daneben zu sein. Genau. Und also das ist eben ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Systemen, dass diese seelische Entwicklung über die Inkarnationen sich vollzieht, egal ob du sozusagen geistig mitkommst oder nicht. Ja, natürlich. Also das ist schon ein sehr bemerkenswerter Unterschied. Das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Ich finde das auch, also mir persönlich gefällt das sehr gut, weil ich schon auch manchmal, wenn ich so Menschen erlebt habe und ich lerne ja viele Leute kennen, so den Eindruck habe, unsere Geisteskraft und Intelligenz und unser Bewusstsein, das ist was Tolles, klar, keine Frage, aber es ist auch nicht alles. Und viele Dinge, auch eben energetische Dinge, transportieren sich auf ganz anderen Wegen. Und das wird eben in dem Archetypensystem auf eine schöne Art und Weise mit einbezogen. Ja, das sind ja auch Dinge, die für die meisten gar nicht zugänglich sind. Mhm. Die Wahrnehmung von Energien, das hingezogen werden, das abgestoßen fühlen, das sind zwar Dinge, die wahrgenommen werden, aber eigentlich nicht wahrgenommen werden. Da kommt dann nur ein, sie mag ich jetzt aber gar nicht. Mhm. Ja, und das, was im Hintergrund läuft, sind dann eben diese Energien, die sich austauschen, die sagen, nein, das passt jetzt nicht, und dementsprechend verhält man sich dann. Das finde ich, ist ein sehr schönes System, denn ich war auch persönlich immer auf der Suche nach einem Metasystem. Mhm. Ja, wie läuft das Ganze denn jetzt? Und finde es auch sehr interessant, einfach aus dem Grund, weil ich selbst schon auch meine einige vorherige Leben besucht habe, mal betrachten durfte und auch meine kleine Einführung bekommen habe, wie denn die Auswahl eines Lebens funktioniert, was ich auch sehr spannend fand. Wenn jetzt Spiral Dynamics oder bleiben wir bei Gott 9.0 Stufen hat bis 9, das ist ja nach oben offen noch das System, und ich lege auch gerne mal, wenn ich Coachings habe, bis zur Stufe 12 aus, um zu gucken, wie weit kommen die Menschen oder was kommt dahinter noch. Ganz wenige schaffen es dann auch wirklich bis zu dieser 12. Stufe. Sie können dann wählen zwischen purem Licht sein oder einem Körper oder auch beides gleichzeitig, was ich sehr spannend finde, aber danach kommt halt eben nichts mehr. Da hier ja eine wissenschaftliche Bestätigung auch fehlt, das sind ja meine eigenen kleinen Versuche, die ich so mache, hat Claire Graves das wohl nur bis zur Koralle entwickelt gehabt. Und würdest du sagen, dass es da noch eine Differenz gibt jetzt zwischen Türkis, Koralle und praktisch hier der 35. Stufe, wenn das die richtige Bezeichnung ist? Also die Stufen, sozusagen alte Seele 6 und alte Seele 7, was eben die beiden letzten Entfaltungsstufen sind von den 35, würde etwa Koralle bzw. Türkis entsprechen. Ja. Und in der Vorstellung des Archetypensystems gibt es natürlich
weitere Arten von Entwicklung, die aber dann eben nicht mehr im Fleische, also inkarniert, stattfinden, sondern auf anderen Ebenen. Aber die gibt es sehr wohl auch. Auf der kausalen Ebene. Zum Beispiel, auf der kausalen Ebene. Ja, aber da kann man eben nicht mehr von menschlicher Individualität sprechen, weil die da längst aufgelöst ist. Das würde auch da meinen eigenen Erkenntnissen und so weiter entsprechen. Ja, Gott neu neu. Kommen wir einfach da zurück zu diesem Buch. Mhm. Was ist für dich denn jetzt die wesentliche Erkenntnis in diesem Buch gewesen? Wesentliche Erkenntnis. Also, da ich mich ja schon länger mit beiden Systemen beschäftigt habe, also mit den Spiral Dynamics und den Archetypen, gab es jetzt nicht mehr diese absoluten Aha-Erlebnisse, die man natürlich hat, wenn man neu in so ein System einsteigt. Was ich einfach sehr inspirierend fand, waren zum Beispiel die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewusstseinsbeschreibungen, auch die dazugehörigen spirituellen Systeme der einzelnen Bewusstseinsstufen, denn jede Bewusstseinsstufe hat natürlich auch ihre Form von Spiritualität, das sagen die Archetypen auch, ja, aber die sind eben natürlich anders. Was ich auch interessant fand, und auch das korrespondiert mit dem Archetypensystem, war nochmal ganz klar herausgestellt zu bekommen, erst ab Stufe Gelb, also Second Tier, sind die Menschen von ihrem Bewusstsein her in der Lage, die vorangegangenen Stufen auch wirklich als wertig zu betrachten und nicht mehr so stark in Abgrenzung zu sehen. Also die einzelnen Stufen davor finden sich ja immer am tollsten, und gerade die Stufe, die sie gerade verlassen haben, wird ja in der Regel erstmal sehr stark abgelehnt und abgewertet. Ja. Das ist vollkommen richtig. Der gute Gerhard Arnold hat dieses Gracie Gesetz, Grace hat ja gesagt, die Tragik dahinter ist, dass diese Lösungen, die von der nächsthöheren Stufe nicht nur abgelehnt werden, sondern dass sie bekämpft werden. Mhm. Und der Gerhard Arnold aus der Gruppe hat dieses Gracie Gesetz in Anführungszeichen so bezeichnet, oben Spinner, unten Deppen. Mhm. Und das ist genau das, was sehr du, glaube ich, meinst. Das fand ich ganz, ganz charmant. Und dieses, ja, das ist etwas, das ich sehr spannend finde, dass diese Ablehnung halt nicht mehr da ist. Das ist für mich auch eine ganz wesentliche Erkenntnis. Mhm. Wobei, wenn ich das mal weiter denke und mir eine Gesellschaft vorstelle, die jetzt, sind ja Themen, die gerade ganz wichtig sind, wie Gerechtigkeit, die gerecht wäre, dann wäre das für mich eine Gesellschaft, wo ich eigentlich die Regierungsmacht gerne nur Menschen in Second Tier übergeben würde. Und die dann aber dafür Sorgen haben, dass jede Stufe, die da ist, ihre Aspekte ausleben kann in einem positiven Rahmen. Ja, ich kann diese Idee sehr gut nachvollziehen und hätte Einwände. Gerne. Ich freue mich über ihn. Also, ich übersetze das jetzt mal in die andere Terminologie. Gerne. Also, eine Gesellschaft, die nur aus alten Seelen bestünde, wenn es das überhaupt gäbe, könnte im Grunde gar nicht richtig existieren. Weil alte Seelen sich... Also bei dem Reifseelenzyklus, Anfang Orange, Mitte Grün, Ende Gelb, geht es um das Thema Verantwortung und starkes Problembewusstsein und Auseinandersetzung, vor allen Dingen in Beziehungen. Ja. In diesem Zyklus werden die letzten karmischen Verstrickungen aufgelöst. Mhm. Und bei dem Altseelenzyklus geht es um Individuation. Also das Thema ist, ist Individualität und Einsamkeit. Und alte Seelen, bis auf eine Stufe, die ein bisschen eine Ausnahme darstellt,
die engagieren sich in der Regel wenig in Gruppen, weil sie Gruppen irgendwie nicht mehr so toll finden. Und sie haben auch nicht so viel Energie übrig, um viele Sachen anzuschieben, umzusetzen, ich sag mal so, auf die Straße zu bringen. Ja. Und dafür sind junge Seelen und frühe reife Seelen super. Das heißt aber, eine Gesellschaft, die eben nur aus alten Seelen bestünde, würde nicht viel auf die Reihe kriegen. Ja, um Himmels Willen, nein. Das würde ich mir auch nicht wünschen. Ich glaube, wir würden in alle Meditationskreisen schweigend nebeneinander Waldspaziergänge machen. Das weiß ich auch nicht genau, ob das unbedingt so wäre. Aber gut. Die alten Seelen haben ja auch ihre Themen. Die Idee, die dahinter steht, ist, ja, junge Seelen brauchen ein Spielfeld, ganz klar. Und wir brauchen die. Wir brauchen die auch. Das ist, bitte so verstehen, ich nicht negativ verstehen, sondern es ist ja was sehr Positives, Energie zu haben, etwas voranbringen zu wollen, gestalten zu wollen. Die Frage halt ist nur, wo ist der Rahmen? Ja, auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel ein Thema wie Verantwortung spielen möchte oder erleben und erfahren möchte, dann habe ich natürlich eine große Bandbreite von der absoluten Verantwortung, die sich selbst verleugnet, bis hin zu der absoluten Verantwortungslosigkeit. Auch kippen wir das Plutonium doch einfach mal ins Meer, merkt doch keiner. Ich kann es natürlich nicht erfahren, wenn ich diese Ränder ausschalte ja, und sage, nee, das ist übertrieben, das ist jetzt auch übertrieben. Und dann sage, nee, jetzt habt ihr aber den Korridor, an dem könnt ihr euch ausleben. Und wenn ich dich so richtig anschaue, würde ich sagen, das würde auch nicht funktionieren, das so machen zu wollen. Oder wie siehst du das? Kannst du die Frage nochmal anders formulieren? Ich weiß gerade nicht, wie ich anschließen kann. Also, wenn ich so richtig verstanden habe, dann gibt es bestimmte Erfahrungen, die Seelen machen möchten. Mhm. Ja, wenn du mir mal ein Beispiel vielleicht nennst für so eine Erfahrung. Das waren, glaube ich, alles Verben, wenn ich das richtig... Das sind die Entwicklungsziele. Das die ist Entwicklungsziele noch was anderes. Ist noch was anderes. Also, das Seelenalter, wie gesagt, ist nur einer von 7 Aspekten, die die Seelenenergie insgesamt und damit unsere Persönlichkeit ausmachen. Ja. Die lasse ich jetzt mal ein bisschen beiseite, weil das, was korrespondiert zu den Spirit Dynamics, sind eben die Seelenalter. Alle anderen Dinge haben damit im Grunde gar nichts zu tun, wenn es dir recht ist. Wenn du danach fragen möchtest, dann würde ich gerne machen, klar. Bei der archetypischen Seelenlehre wird es so gesehen, die Seele ist hier, um Erfahrungen zu machen und ist auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen in der Dualität, in Zeit und Raum, so einen komischen Körper zu haben, verletzbar zu sein, sterblich zu sein, Beziehungen einzugehen und so. Und das sind alles Kriterien, die es in anderen Welten so und in dieser Kombination wahrscheinlich nicht gibt. Und für eine Seele ist alles Erfahrung. Und ob diese Erfahrung für die Psyche angenehm ist oder für den Körper angenehm ist oder nicht, ist für sie gar nicht entscheidend. Und das bringt uns natürlich manchmal in Konflikt, weil wir haben es natürlich gerne, wenn wir es schön haben. Ja, das ist ganz klar. Hier geht es darum, die extremen Erfahrungen, die destruktiven Erfahrungen. Die sind genauso wesentlich. Die sind genauso wesentlich. Ja. Also, sich gegenseitig abzuschlachten oder Menschen zu foltern oder gefoltert zu werden, sind natürlich psychisch und physisch grausame und schreckliche Erfahrungen und niemandem möchte man das wünschen. Und wenn wir das einander nicht antun, ist es schöner. Das wäre mir lieb. Ja. Das wäre mir sehr lieb. Seelisch gesehen stellt sich das anders dar, weil diese Erfahrungen notwendig sind. Also die Seele ist hier, um Erkenntnis und Liebe, Liebesfähigkeit zu steigern. Und Liebe oder Liebesfähigkeit ist nur
dann wirklich lernbar und durchdringbar oder entwickelbar, wenn wir auch wissen, was Nicht-Liebe ist. Wenn wir auch wissen, was Grausamkeit ist oder so. Und deshalb sind eben, wenn ich es mal ganz platt sage, Erlebnisse in einem Leben als Täter genauso wichtig wie als Opfer. Damit ich irgendwann aus einem Täter-Opfer auch aussteigen kann, muss ich es aber erfahren haben. Und das macht nicht immer Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das will ja auch gerne, das, was, glaube ich, die meisten Menschen vermeiden würden. Mhm. Und das ist ja auch ein Punkt, den die Religion in dem Sinne nicht ansprechen, dass es so ist. Und darum bewundere ich auch dich, ich bewundere auch den Frank Schmolke und die Wada Hasselmann, dass sie das so offen und klar sagen. Mhm. Ja, ist schon heikel. Wenn du das beim Kaffeetrinken irgendwo erzählst, so auf einer Beerdigung oder so, dann kann dir doch die Tasse um die Ohren fliegen, muss man einfach bildlich auszusprechen. Ja, klar. Ja, wobei ich auch sehr dankbar bin, dass es so offen ausgesprochen wird, denn es macht ja sehr, sehr viel verständlich, was hier um uns herum gerade genau passiert. Also das ist für mich auch ein wesentlicher Punkt, aber erst, also sag mal, spätestens ab Stufe Reif 6, wenn ich jetzt wieder archetypisch spreche, ist es Menschen wirklich zugänglich und nicht nur intellektuell, sondern auch innerlich erfassbar, dass es im Grunde zwei Ebenen gibt. Es gibt diese weltliche Ebene, auf der haben wir einen Körper und da möchten wir es gut haben und da haben wir unsere Wertesysteme und unsere Vorlieben und Abneigungen und so weiter. Und hier gibt es selbstverständlich Schuld. Also als Mensch, wenn man so lebt, ist es nicht möglich, sich nicht schuldig zu machen. Weil alles, was du tust, hat irgendwelche Konsequenzen und hat möglicherweise auch Nachteile für andere, auch wenn du das vielleicht nicht intendierst. Da sind wir beim Schuldbegriff und da ist halt die Frage, aus welcher Sicht betrachten wir Schuld? Ist das Schuldverstoß gegen die Regeln, ja, die es gibt? Das heißt, ich habe ein Gesellschaftssystem. Das ist nochmal was anderes. Ich meinte jetzt leiderzeugend. Ja. Und auf dieser Ebene gibt es das und wir können dem nicht entrinnen. Ja. Und es gibt aber auch diese Ebene. Und das ist die seelische. Ja. Und da gelten sozusagen andere Gesetze und hier auf dieser Ebene gilt, Schuld und Unschuld gibt es nicht. Und es braucht eine bestimmte, ich nenne es mal eine bestimmte Vorstellungskraft, ja, um erfassen zu können, dass beide Ebenen gleichzeitig gelten und gleichzeitig richtig und wichtig sind. Es geht nicht darum, sich zu entscheiden, es ist nur noch das Spirituelle und wir haben uns alle lieb und so und Freund, Feind und so. Sondern es gibt einfach beides gleichzeitig. Und in dem Augenblick, wo ich sozusagen auf der Bühne stehe und vorher nur das gesehen habe oder nur das gesehen habe, mache dann einen weiteren Vorhang auf, kann ich plötzlich dieses hier auch erkennen. Und kann sehen, dass es da trotzdem auch einen Zusammenhang gibt und ein Aufeinanderwirken gibt. Ja, weil das ist schon, das zu sehen, kann schon ein Schock sein. Ja, also nachdem mir das klar geworden ist, war ich 5 Jahre so wütend auf Gott und auf das ganze System. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Bis ich es dann akzeptiert habe, das hat wirklich 5 Jahre gedauert. Ja, und zu sagen, okay, ist jetzt so, machen wir das Beste mal raus aus der ganzen Geschichte. Und es hat für mich auch eine Schönheit. Es hat für mich auch eine Schönheit. Also diese Ebene hat etwas Kühles. Und da kann man natürlich irgendwie auch denken, wie furchtbar, was soll das alles? Ja, ja. Aber es soll ja was. Also das, was, es ist ja zutiefst sinnvoll, das so zu begreifen, weil, wie du vorhin gesagt hast, in dem Augenblick, wo ich das beides sehen kann und auch die Notwendigkeit und die Bedingungen von Entwicklung unter diesem Aspekt betrachten kann, kann ich mir plötzlich erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Richtig. Und mich persönlich hat das total versöhnt.
Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, von denen ich sage, ich möchte die bitte nicht erleben und ich möchte sie auch nicht tun. Wahrscheinlich wirst du sie schon erlebt haben und getan haben, aber weiter hinten, viel, viel weiter in der, auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Aber es ist anscheinend notwendig dafür, dass etwas in dieser Bewusstseinsbewegung sein kann. Und ich sage jetzt mal was ganz Komisches. Ich habe mal, wenn ich so das Thema Folter zum Beispiel betrachte, ja, kann ich mich für kleine Augenblicke, wahrscheinlich auch, weil es abstrakt ist und ich es nicht direkt erlebt habe, hier jetzt, in dieses Gefühl hineinversetzen, dass es total spannend ist, rauszubringen, was kann man mit so einem Körper alles machen? Wie kann man den irgendwie... Und es ist so ein bisschen wie Kinder ja fliegen, die Beine einzeln ausreißen und es total spannend finden, mit wie wenig Beinen sie sich noch vorwärts bewegen können. Ja, ja. Also das... Es ist, also muss also gar nicht auch unbedingt immer Grausamkeit dahinter stehen oder sowas, sondern es hat auch irgendwie sowas total Faszinierendes und so eine Neugierde und so. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das Wichtige für mich ist, dass es keine Rechtfertigung in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ach toll, so, aber es trägt ungeheuer zum Verständnis bei, also zum Durchdringen, was bewegt Menschen und warum passiert was. Ja, genau. Denn aus dem, wenn ich etwas verstehe, also bitte nicht mit Verständnis verwechseln, diejenigen, die uns jetzt zuhören, das ist ja sehr schnell gemacht. Verständnis heißt im Deutschen ja Zustimmung, bedauerlicherweise. Und verstehen heißt, ich durchdringe es, ich kann es nachvollziehen, ich weiß die Ursachen dieses Handelns, den Nutzen und erst dann ist mir ja auch möglich, etwas zu ändern und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um etwas zu ändern. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, wobei es uns natürlich dann auch überlassen bleibt, denn wenn ich sehe, da wird jemand gefoltert und ich möchte das nicht, weil es nicht zu meinen Werten passt, dann zu sagen, nein, ich möchte das nicht, höre damit auf. Das passt. Mir dreht sich schon der Magen um, wenn jemand eine Fliege totschlägt. Also ich setze jede Wespe auch vor die Tür. Und jede Spinne, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde das auch schrecklich. Ich glaube, es ist auch wichtig, das einfach nochmal zu sagen, dass es nicht Zustimmung heißt, sondern es ist auch, wenn man sich auf dieser Ebene bewegt, eine wichtige Erfahrung. Auch wenn ich ganz und gar nicht damit glücklich bin, dass es so etwas gibt. Genau, es sind eben beide Ebenen. Genau. Ja. Also, auf der Ebene ist die Erfahrung, hier bin ich nicht glücklich, dass es das gibt. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und das heißt, durch dieses Entwicklungssystem läuft man durch und es gibt auch dann, wenn man das mal auch aus dieser Metaposition, aus der Distanz- oder Hubschrauberposition betrachtet, gibt es natürlich auch dem Leben einen Sinn. Ganz das heißt, genau. Ich laufe durch, um Erfahrungen zu sammeln, die wiederum Gott oder dem Universum zur Verfügung stehen und am Ende verschmelze ich dann wieder, wenn ich mich entsprechend so weit entwickelt habe, dass ich wirklich alle Gefühle mal gefühlt habe, all das, was ich erleben wollte, erlebt habe und alle Erfahrungen gemacht habe, die ich machen wollte. Ja, ja. Und was mir auch gut gefällt in diesem Gedankengebäude ist, dass gesagt wird, es ist überhaupt nicht wichtig, diese Entwicklung schnell zu durchlaufen. Also ein sehr ruhiges Leben mit sehr wenig Erfahrungen und wenig Bewusstsein ist seelisch gesehen genauso wertvoll wie eins, wo einem das Gehirn explodiert, sage ich jetzt mal flapsig. Ja. Und wir brauchen im Grunde für unsere seelische Entwicklung auch nichts aktiv zu tun. Und das ist auch ein Unterschied, also bei den Menschen, die sich auf die Spiral Dynamics beziehen, erlebe ich es häufig mal, dass es so einen gewissen Ehrgeiz gibt, ich muss jetzt unbedingt gelb sein oder ich bin schon das und das und so weiter. Gelb scheint sowieso das Gelobte Land zu sein. Super. Und
Das ist verständlich, weil Menschen natürlich es gewohnt sind, in all ihren Bereichen hierarchisch zu denken. Und das müssen sie auch, weil wenn wir nicht eine Sache besser finden könnten als eine andere, könnten wir keine Entscheidungen treffen. Ja, die Bewertung. Also wir müssen bewerten, das heißt auch dieser Wahn, nenne ich jetzt mal so, wir müssen dahin kommen, nichts mehr zu bewerten, ist auch nicht das Nonplusultra. Es muss eben auch hier beides schönerweise geben. Also die Fähigkeit tatsächlich alles systemisch zu betrachten. Und ich muss trotzdem auch bewerten können, weil ich sonst meine Existenz nicht fristen kann. Das ist ja das Schöne auch mit der Aufgabe des Egos. Ohne Ego lässt sich schlecht Auto fahren. Das Ego ist wundervoll. Also das ist ja der Sinn der Inkarnation der Seele, genau. Dass wir ein Ich haben. Ich nenne das lieber Ich, weil Ego immer so negativ behaftet ist für viele Leute. Es geht ja darum, ein Ich zu haben. Das ist es ja. Es geht nicht darum, dieses Ich aufzulösen. Überhaupt nicht. Nein. Ja, da stellt sich mir gerade die Frage, ob da nicht irgendetwas verwechselt wird. Und zwar habe ich ja dieses Ich, erlebe das jetzt als Jörg hier in Raum und Zeit, wo ich bin. Viele, ich glaube, der Buddhismus empfiehlt auch dieses Rad des Leidens zu verlassen und auch das Ich aufzulösen. So, und wird da nicht etwas vorweggenommen, was eigentlich das Ziel ist und was, wenn ich dann jung bin, eine junge Seele bin, eigentlich gar nicht erreichen kann? Also aus archetypischer Sicht wäre das genauso. Also dieses Streben nach Ich-Auflösung und Erleuchtung, was immer das ist, letztendlich wissen es nur die und du hast es ja vorhin gesagt, in deiner Geschichte von dem Ziegenhirten, in dem man sich setzt und der leuchtet. Also wenn das keine Erleuchtung ist, dann weiß ich es nicht. Ja, auch das, ob er dann schon erleuchtet ist, das ist auch noch die Frage. Er leuchtet. Er leuchtet jedenfalls. Genau. Das ist erstmal nichts, was wir sowieso aktiv betreiben können. Und wenn ich irgendwie täglich 6 Stunden meditiere, habe ich trotzdem keine Garantie. Und es ist auch, also irgendwann wird es uns passieren, in diesem Leben wahrscheinlich nicht. Ja, ich denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, was du sagst. Man läuft da ja durch auch. Das heißt, es gibt eigentlich kann einem eine große Gelassenheit geben, wobei ich jetzt noch andere positive Aspekte bei der Meditation. Dass Meditation was Tolles ist, unbestritten. Ja. So, und darum finde ich das schon schön. Wobei, bei deinen Worten fällt mir gerade Genpo Roshi ein, der das Buch Big Mind, Big Heart geschrieben hat. Und der sagte, ja, ich habe 30 Jahre gesessen und bin keinen Schritt vorangekommen. Und das kann dann natürlich auch passieren. Und deshalb kann diese Zeit seelisch gesehen trotzdem total wertvoll gewesen sein. Ja. Also was heißt trotzdem? Also Meditation ist was Wundervolles. Das, was ich damit in Frage stellen wollte, ist in diesen Dingen so eine Art Ehrgeiz zu entwickeln. Mich persönlich hat das super entspannt. zu hören, nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Und es geht nicht darum, dass du dich bei irgendwas anstrengst in dieser Richtung. Und das ist bestimmte Gesetzmäßigkeit. Also sehr alte Seelen zum Beispiel meditieren fast gar nicht. Weil die schon irgendwie so in ihrem Sein verankert sind, dass sie das gar nicht brauchen. Zum Beispiel. Sehr alte Seelen interessieren sich meistens auch gar nicht besonders für Spiritualität in dem Sinne, dass sie sich mit irgendwelchen Systemen beschäftigen und sowas. Die sind darüber hinaus. Die sind einfach. Genau. Und deshalb ist es natürlich trotzdem toll, sich mit solchen Systemen zu beschäftigen und zu meditieren. Dagegen ist überhaupt gar nichts zu sagen. Ja, das ist mir einfach wichtig, weil die positiven Effekte von Meditation
kann ich nur unbedingt ja, unterstützen und sagen, spüre ich auch an mir selbst. Insofern ist es wichtig, da für mich zu differenzieren. Also Hochleistungserleuchtungssport ist vielleicht das, um was es geht. Ja, das muss man dann, denke ich, auch nicht machen. Ja. Und dass es unglaublich viele unterschiedliche Arten von Meditationen gibt, auch welche, die wir gar nicht als das bezeichnen. Absolut, absolut. Ja, das finde ich auch sehr schön. Also ich finde es wundervoll. Ich habe gestern mit Silvio Wirth gesprochen über Tantra, was auch ein eigener Weg wieder ist, der auch erst auf den höheren Stufen sehr körperlich wird. Habe über holotrophes Atmen gesprochen und finde das ganz wundervoll, dass du jetzt hier auch nochmal ein anderes System, ein anderes Modell hast, das eine sehr schöne Metaebene auch nochmal darstellt und was ja auch sehr, sehr entspannend dann ist. Wenn die Menschen zu dir kommen, was sind so die meisten Themen, die sie haben, wenn du sie im Coaching hast? Also ich fokussiere jetzt mal auf die Menschen, die ein archetypisches Coaching bei mir haben wollen. Bitte. Es gibt ein Thema, was für viele wichtig ist, das könnte so heißen, in meinem Ich zu Hause ankommen. Mhm. Ja. Oder ne, wer bin ich eigentlich in der Tiefe? Was macht mich aus? Ja. Und was ist mein, was soll ich hier eigentlich? Da kannst du ihnen dann ja helfen. Das ist ja eine gute Frage, das ist auch eine Kernfrage ganz, ganz vieler Menschen. Ja. Genau, also das ist so ein wichtiger Themenbereich. Und dann gibt es einen zweiten, der vorwiegend ältere Seelen betrifft. Ältere Seelen haben sehr, sehr häufig so ein Grundgefühl, Grundlebensgefühl, und zwar schon im Grunde von Kindheit an, von Unverstandensein und Einsamkeit. Ja, ich gehöre eigentlich nicht in diese Welt, habe ich heute Morgen gehört. Ja, also ich bin irgendwie, ich fühle mich hier fremd und irgendwie werde ich nicht verstanden. Ich kann trotzdem toll verheiratet sein und Freunde haben oder sowas, aber es bleibt immer so eine Grundschwingung, ein Grundgefühl von, ich bin hier auch alleine. Mhm. Und eben auch dieses Unverstandensein, weil natürlich kann eine ältere Seele sehr gut die darunter verstehen, aber die darunter können die nicht verstehen. Das ist einfach so. Ganz ich meine, klar. Wir sind eben beide nicht mehr ganz jung und deshalb wissen wir auch, ein 8-Jähriger und ein 80-Jähriger, man würde nicht sagen, der eine ist toller als der andere. Na, richtig. Aber dass sie sehr unterschiedliche Horizonte haben, sehr unterschiedliche Bedürfnisse, sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen, ist auch klar. Und man kann eben mit einem 8-Jährigen nicht unbedingt über Tantra sprechen. Ich glaube, da fehlt ihm doch die eine oder andere Erfahrung, ja. Genau. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. Denn 8-Jährige sind ja großartig. Ja, absolut. Aber sie sind eben großartige 8-Jährige. Wenn du aber eben ein 80-Jähriger bist, ist es auch klar, dass du auch von 20-Jährigen nicht wirklich in der Tiefe verstanden werden kannst. Hm. Ja. Es ist besonders dann schwierig, wenn du als ältere Seele in eine Familie hineingeboren wirst, die junge Seelen sind zum Beispiel. Bei meiner Familie ist das so. Ich habe mich immer gefragt, eigentlich kommen die von einem anderen Planeten oder ich komme von einem anderen Planeten, keine Ahnung, also bildlich gesprochen. Ja. Und ich habe mir immer so gewünscht, meine Mutter würde mich verstehen. Mhm. Ja. Mit dem, was ich ihr so erzähle oder wie ich so bin. Und das war immer so eine Erwartung und dann habe ich aufgestellt und weiß ich und diese Aufstellungen waren sehr hilfreich, Aufstellungen sind großartig. Aber das, wonach ich mich da gesehnt habe oder das, was ich im Grunde in Echt und Ehrlichkeit auch als Anspruch formuliert hatte,
Das ging nicht. Und als ich dann das Archetypensystem kennengelernt habe, mit dieser Vorstellung von unterschiedlichen Seelenaltern, war mir das plötzlich schlagartig klar, das gilt gar nicht. Ja. Dieser Anspruch, den kann ich zwar haben, der aber er ist Blödsinn. Also, meine Mutter ist eine junge Seele auf der 5. Stufe gewesen und ich bin eine alte Seele auf der 3. Stufe. Das sind fast 2 Generationen, wenn man so will, seelisch gesprochen. Die kann mich nicht verstehen. Und zwar nicht, weil an ihr irgendwas falsch wäre oder an mir was falsch ist, sondern weil diese Kluft einfach so groß ist, berechtigterweise, weil die andere Aufgaben haben, dass das nicht geht. Und mit dieser Erkenntnis konnte sich in mir einfach ganz tief was beruhigen und zu ihr nochmal auch einen ganz anderen Zugang schaffen. Glücklicherweise, bevor sie mit 93 dann gestorben ist. Was ja ein sehr stolzes Alter auch ist. Also, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da fehlt dann die Gesprächsebene. Und da komme ich auch noch zu einer ganz wichtigen Frage. Kleinen Schluck was. Bei Biodynamics oder bei Gott 2.0 hier ist es ja so, dass die Menschen so lange durch die einzelnen Level gehen, bis sie keine Veränderung mehr haben. Ja, wir haben ja hier auch eine sehr schöne Erläuterung, wie Veränderung funktioniert, mit offen sein, geschlossen, blockiert und so weiter. Das heißt, da, wo ich mich dann wohlfühle, wenn ich, das ist auch wieder ein positives Beispiel bitte, im Ordnungsamt als Sachbearbeiter tätig bin und ich bin glücklich da, dann kommt keine weitere Entwicklung. So, und nehmen wir einfach mal an, ich bin jetzt eine alte Seele. Muss ich dann in meiner Lebensentwicklung sämtliche der 32 Stufen nochmal durchlaufen, um da oben anzukommen? Oder werde ich gleich als alte Seele dann geboren? Also geboren werde ich ja sowieso, aber muss ich auch wieder diesen Entwicklungsweg beschreiten, um dort oben anzukommen? Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mit Ja und Ja beantworte. Also, du wirst in deinem Seelenalter geboren. Also sagen wir mal irgendwie jetzt, um irgendwas zu sagen, reif 7. Nur mal so als Beispiel. So, das heißt, der kleine Baby Jörg ist reif 7. Und dann wird er älter, sozusagen biologisch älter. Ganz klar. Und die seelischen Entfaltungsthemen, die werden in der Biografie alle nochmal angesprochen bis reif 7. Darüber hinaus nicht, weil darüber hinaus bist du ja nicht, meinst du sagen. Das heißt, du wirst, und das ist ganz spannend, deine Biografie nochmal auch unter diesem Aspekt verfolgen können. Ah, und da war die Resonanz. Das muss nicht unbedingt übers Bewusstsein laufen. Das ist eben ein großer Unterschied zu diesem System. Ja. Dass es nicht unbedingt etwas ist, was ich intellektuell erkennen, begreifen, ventilieren muss. Ja. Das passiert so oder so. Und es macht aber trotzdem einen Unterschied, ob jemand als junge Seele auf der 3. Stufe geboren wird oder als alte Seele auf der 5. Stufe. Alt 5 Kinder sind trotzdem andere Kinder als jung 5 Kinder. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Also, weil es ist ja schon so auch, dass das gesamte morphogenetische Feld der Erfahrungen der vorangegangenen Leben, das habe ich ja alles zugänglich. Ja, okay. Das heißt auch grundsätzlich. All die Fähigkeiten. Das ist alles im Sack sozusagen. Alles da und dann brauche ich es praktisch nur anregen, damit es wieder hervorkommt. Das erinnert mich an die kleinen Kinder, die im Alter von 3 Jahren schon perfekt ein Instrument beherrschen. Ich denke mal, das wird so etwas in dieser Richtung sein. Das könnte gut sein, dass sie da anknüpfen an etwas. Ja, sehr spannend. Also läuft man dann praktisch da schnell durch, beziehungsweise
Oder auch nicht schnell. Oder auch nicht schnell, so wie das für einen dann richtig ist. Egal. Ja, das ist Faktus in einem der Video, da reichen manchmal auch schon 10 Minuten in einem bestimmten Zustand oder für eine bestimmte Erfahrung. Möglicherweise. Das ist dann schon damit der richtige Punkt. Und übrigens, du hast vorhin den Menschen an seinem Schreibtisch im Ordnungsamt angesprochen, der kann im Äußeren ein total ruhiges Leben haben. Mhm. Und seelisch eine große Entwicklung durchmachen. Es gibt, und da sind wir bei diesem Aspekt der Entwicklungsziele, ja, die du vorhin kurz erwähnt mhm. hast, da gibt es welche, als ich das erstmal gehört habe, das soll ein Entwicklungsziel sein? Stillstehen soll ein Entwicklungsziel sein? Kann doch gar nicht. Oder verzögern? Soll ein Entwicklungsziel dann beschleunigen, ja, das verstehe ich auch. Genau, das verstehe ich noch. Mhm. Aber so. Und seelisch gesehen ist es anscheinend auch total interessant, eine Entwicklung zu durchlaufen und sie gleichzeitig zu betrachten, die sehr langsam verläuft und immer wieder Rückschau hält und immer wieder Rückzug ist. Genauso interessant wie eine, deren Seele sich vorgenommen hat, in diesem Leben mache ich total viel äußere Erfahrungen, ja, und Ups und Downs und Einflüsse und die dann beschleunigen, ja, heißt. Und auf Beschleunigen folgt höchstwahrscheinlich ein Leben, was ich in Verzögern oder in Stillstehen verbringe. Was dann ja die Gegensätze wären. Das eine das ist unglaublich schnell und genau, das andere dann eben wieder in einer schönen Langsamkeit. Genau, und bei Stillstehen zum Beispiel geht es ganz viel um Innenschau. Mhm. Und da ist es gut, wenn im Außen möglichst wenig passiert. Absolut. Ein ruhiger Rahmen hilft da doch ungemein. Total. Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Wundervoll. Du bist ja jetzt auch Mitglied, ist das vielleicht der Ausdruck, in der Community zu Gott 9.0 auf Facebook. Gibt es etwas, was du dir von der Gruppe wünschen würdest? Du hast ja auch einige sehr schöne Beiträge dort schon geschrieben. Was ich mir wünschen würde? Es ist ja da irgendwie ein ganz munteres Miteinander, ja, und es gibt auch ein bisschen Reibung, was ich auch befruchtend finde. Ich bin manchmal ein bisschen zögerlich, mich da stärker zu beteiligen, eher deswegen, weil ich jetzt nicht dauernd mit meinem Archetypensystem da reingrätschen will, weil ne, das Thema ist ja ein anderes eigentlich. Und aber wenn ich das manchmal darf und da irgendwie so einen Denkimpuls mit reinbringen kann, freuen, ja, dann ist das interessant und ja, so manche Diskussion finde ich fruchtbar. Ich würde da jetzt keinen Veränderungswunsch haben. Ach, das würde ich doch sehr gerne. Alles wunderbar. Das finde ich doch sehr schön. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, ein Anliegen, irgendetwas, was du gerne noch hier in diesem Rahmen zeigen möchtest, besprechen würdest. Ansonsten würden wir uns noch einmal kurz an die lieben drei Autoren wenden. Also, vielleicht einfach nur noch mal einen Satz. Du bist genau richtig so, wie du bist. Das ist ein wunderschöner Satz. Und so, wie du bist, bist du gewollt. Ob dir bestimmte Sachen gefallen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber all das, was du in die Welt bringst, kannst nur du so machen. Und das ist großartig. Ah, wunderschön. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Marion. Jetzt habe ich Gänsehaut. Das finde ich herrlich. Ja, kommen wir noch zu den Glückwünschen an die Autoren. Unbedingt. Wenn du da ein paar warme Worte sprechen möchtest, dann ist das jetzt die Chance für dich. Tja, die Marion Küstenmacher, Filman Haberer und den Werner Tiki Küstenmacher. Ja. Ja, ich habe ja Tiki Küstenmacher sogar einmal im Rahmen vom Trainertreffen Deutschland selber kurz erleben können
Und ich finde, ihr, wenn ich du sagen darf, ihr habt ein großartiges Buch geschrieben, deswegen, weil es die Spiral Dynamics so anfassbar macht, so toll begreifbar, so alltagstauglich und damit ganz vielen Menschen zugänglich gemacht haben, die Don Beck nie gelesen hätten und die sich mit dem Hauptwerk von Lalou auch nur in der Visual-Form beschäftigen würden. Also ich finde, ihr habt hier einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet und ich habe euer Buch schon ganz häufig weiterempfohlen, auch gerade im Business-Bereich. Ganz großen Dank, dass ihr das so gemacht habt. Wundervoll. Liebe Marianne, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war ein sehr bereicherndes Gespräch für mich und ich finde es fantastisch, wie viele wundervolle Menschen ich jetzt kennengelernt habe. Und dass du auch noch in Hannover wohnst, das setzt die Kirsche auf das Sahnehäubchen. Ja, und ich danke dir dafür, dass ich hier sitzen darf und dass du diese Offenheit und Neugier mitbringst, mir diese tollen Fragen zu stellen, sodass ich von meinem Thema erzählen kann. Also ganz toll, ja. Danke. Das freut mich sehr. Ich bin nicht weiter verraten einer der neugierigsten Menschen auf diesem Planeten. Ah, du bist das. Vielen Dank und alles Gute. Danke dir. Ciao, tschüss. Ciao, ciao.